Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren zaubertastischen, tollen Folge von Hogwarts Legacy. Hier bei mir, dem Gin Tonics. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir schließen jetzt dieses Schloss mit Alohomora auf. Das haben wir in der letzten Folge gelernt. Okay, let's go. Alohomora. Ich dachte, das ist ein bisschen einfacher. Grünen Funken bewegen, roten Funken bewegen. Ist das richtig? Ja. Okay. Aber es wäre sonst, um die Funken zu bewegen, Scheiben zu drehen. Okay, aber wir haben es auf jeden Fall hingekriegt. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Alles klar. Revelio. Revelio. So. Ach Gott, du Gott, du Gott. Hier gibt's aber viel. Das müssen wir alles aufschließen erstmal. Das müssen wir alles erstmal aufschließen hier. Und alles looten. Das sind einfach die Einbrecher vom Dienst. Oh, ist das hier... Das ist von Professor Garlic? Sieht fast so aus, oder? Waldgrüner Schal mit Schottenmuster. Was haben wir denn hier? Liebe Mirabelle, meine liebe Dot hat nach dir gefragt. Vielleicht kann ich sie überzeugen, für ein oder zwei Butterbier vorbeizukommen, wenn du kommen würdest. Es ist schon viel zu lange her. Wenn du es schaffst, vorbeizukommen, könntest du dann wohl ein paar deiner Pflanzen mitbringen? Die ganz besonders stark duftenden vielleicht? Seit dem Trollangriff hören die Kunden nicht auf, sich über den Geruch von, glaubst oder nicht, alten Socken zu beklagen. Anscheinend war ich bisher nicht in der Lage, den Gestank zu übertünchen. Ich hoffe, dich bald hier zu sehen, mit oder ohne Pflanzen. Deine Freundin, Sirona. Okay, also für Sirona stinkt es wohl sehr doll nach alten Socken. Naja, gut. Kann man so machen, ne? So, was haben wir denn hier? 56 Gold. Das ist tatsächlich von Professor Garlic, würde ich mal behaupten. Das Schlafzimmer, ne? Also hier ist... Hier schläft sie. Sehr schickes Zimmer. Muss man mal sagen, oder? Sehr schick. Also, so, wo kommen wir denn hier lang? Wir wollen dann natürlich uns alles angucken. Hallo. Oh, was könnte das wohl für ein Zimmer sein? Von wem ist das? Professor Fig. Ah, von Professor Fig. Ich habe gerade Ihre letzte Eule erhalten. Ich bitte um Entschuldigung für meine späte Antwort. Ich erhalte immer noch eine erhebliche Menge an Zuschriften bezüglich der Quidditch-Regelreform, die das Stutschen untersagt, was meiner bescheidenen Meinung nach dem Spiel seine moderne Form verliehen hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Zuschauer vor allem ein Interesse an Quidditch haben, weil sie hoffen, beobachten zu können, wie Hüter grün und blau geprügelt werden. Bezüglich Ihres Briefes, ich möchte Ihnen im Namen des Ministeriums versichern, dass alle potenziellen Gefahren für die Welt der Zauberei überaus ernst genommen werden. Ich habe Ihre Bedenken registriert und sobald es die Kapazitäten erlauben, wird sich die Abteilung für magische Strafverfolgung der Angelegenheit widmen, insofern es Ihr Zeitplan erlaubt. Wir schätzen die Ansichten von erlesenen Zauberern wie Ihnen sehr und Sie können beruhigt sein, dass wir die Angelegenheit im Griff haben. Sollten Sie es wünschen, kann ich veranlassen, dass meine Sekretärin Plätze beim diesjährigen Quidditch-Finale für Sie und eine Begleitperson besorgt. Ach, ich dachte gerade, die Sekretärin heißt Plätze. Ich bin so blöd. Dass meine Sekretärin Plätze beim diesjährigen Quidditch-Finale für Sie und eine Begleitperson besorgt. Ich bin mir sicher, Sie wollen ebenfalls gerne von den Ergebnissen einer effizienten Regierungsarbeit profitieren. Wärmste Grüße, Ferris Spaven, Zaubereiminister. Ja, also so viel dazu. Ich kann so doll lesen, ne? Ja, ja. Gin, Mensch. So, wir rauben einfach unseren Professor aus. Schloss Stufe 2. Das ist aber schade, da kommen wir nicht rein. Gut, dann geht's mal weiter hier. Wenn du Revelio ausführst, werden Orte, an denen sich Autoritätsfiguren und Gegner befinden, enthüllt, was es dir erlaubt zu spähen und unentdeckt zu bleiben. Okay.
Erinnerungen an das Kollegium. Die Hauselfen von Hogwarts leisten hervorragende Arbeit und sind der wichtigste Grund dafür, dass im Schloss Ordnung herrscht. Keine noch so große Anzahl magischer Gegenstände, mit denen sie konfrontiert sind, ist ihnen zu groß. Kürzlich jedoch ist ein ganzer Stapel Zauberknallbonbons hinter einem Polster losgegangen. Es war eine entsetzliche Kakophonie. Einer der armen Elfen wurde vollständig in blauen Rauch eingehüllt und diejenigen von uns, die in der Nähe standen, trugen für den Rest des Tages ein entsetzliches Klingeln in den Ohren davon. Ich nehme an, dass Peeves der Schuldige ist. Bitte seien Sie aufmerksam und vorsichtig. Matilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Okay. Der böse, böse Peeves also, ja. So, da oben ist eine... Ah, hier ist der Schlüssel. Genau, flieg mal da nach unten. Dann können wir dich da gleich gegen watschen. Hallo, Schlüssel. So, hoffentlich habe ich Reflexe. Na, komm schon. Jawollo. Sehr gute Reflexe sogar. Eine Hausmarke haben wir bekommen. So, weiter geht's. Also, nochmal. Wo ist der her? Der steht da jetzt einfach so rum, oder was? Ich würde ja schon gerne... Alohomora. Gott, ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war, ne? Ja, wo ist es denn? Komm. Das haben wir auch geknackt. Nee, scheint einfach nur da rumzustehen. Oh, von wem könnte das wohl sein? Gott, oh Gott. Das sieht ja aus hier, Freunde. Mein lieber Abraham, Sie wären überglücklich, wenn Sie wüssten, dass die Kinder des Ortes auf der Straße vor Ihrem Arbeitszimmer mit Koboldstein spielen. Sie sind ziemlich charmant, muss ich sagen. Mir ist aufgefallen, dass die Jüngste keine eigenen Koboldsteine hat, also habe ich ihr einen von ihnen geliehen. Ich wusste, dass sie nichts dagegen haben würden. Ich hoffe, auf dem Schloss läuft alles gut. Ich bin erleichtert, dass sie gut angekommen sind. Schreckliche Geschichte über diesen Herrn aus dem Ministerium. War er wirklich mit Eleazar unterwegs? Und jemanden aus der Schülerschaft? Einfach furchtbar. Schreiben Sie mir, wenn Sie einen Moment Zeit haben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten der Teilnehmer des diesjährigen Accio-Duells. Ihre Schüler bewundern Sie so sehr, mein Lieber. In Liebe, M. Achso, das ist Professor... Ich weiß gerade nicht, aber für Zauberkunst, ne? Oh, ein Topf voll Gold. Am Ende des Regenbogens. So, einen Mega-Power-Trank haben wir gefunden. Jetzt geht's hier wieder raus. So, die Frage ist, wie kriegen wir jetzt den Kollegen weg hier? Weil ich würde das Rätsel ja schon gerne lösen, ne? Moment, wir gucken mal. Steht er jetzt die ganze Zeit davor? Das ist ja super nervig, ne? Okay, also drei, wir brauchen das oben. 13. So, 13, 5. Und die Spinne. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 5 sind wir doch bei 13, also brauchen wir die 0. Moment, kriegen wir das so hin? Ja, tatsächlich. So, und hier brauchen wir die 3 plus das. Das ist 0, 1, 2. 2, dann sind wir bei 5. Also brauchen wir die 9. Dann brauchen wir, was ist das? Dieses ganz komische 4. Revelio. Gott, ich dachte gerade.
Das brauchen wir, genau. So, dann müssen wir den jetzt ja irgendwie hier wegschicken nochmal. So, komm. Bitte bleib da stehen. Oh nein, er kommt wieder zurück. Ach, es ist so ein... Es ist ätzend, ne? Was haben wir denn hier? Wir haben hier Bäume, haben wir bekommen. Und klassische Schuluniform mit Diamantenmuster. Aha. Okay, wo guckt er jetzt? Bitte dreh dich um. Okay, gut. Oh. Entschuldigt, dass ich da gerade so leise bin, aber das war ganz schön knapp, würde ich mal behaupten. Astralumhang. Okay. Und die scheinen nicht so schlimm zu sein hier. Oh, ach ja. Wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhangflatterer heran, die Akonitum nicht von Aphodin unterscheiden können. Nun ja, es ist ja noch früh. Vielleicht bessern sie sich. Das sagst du jedes Jahr, Matilda. Hauen die da jetzt ab oder bleiben die da jetzt stehen? Revelio. Oh. Oh. Oh Gott. Und hier flog gerade was lang. Na toll. Gut. Woher Sie die Zeit nehmen sollten, wenn Sie lernen müssen, ist mir schleierhaft. Revelio. Hilfe, ey. Aber ich möchte jetzt hier Akio bitte einmal haben. So, dann haben wir das. Steht er da jetzt noch? Revelio. Blöd das ist, ne? Moment, wir speichern jetzt mal ganz kurz hier. Wir speichern jetzt hier mal ganz kurz und versuchen uns mal dran vorbeizuschleichen. Dran vorbeizuschlawinern. Warten wir mal ab. Revelio. Nee, das klappt irgendwie nicht. Krieg die da nicht weg, ne? Naja, sehr schade. Müssen wir hier ein andermal herkommen? Also hoffe ich mal, dass das geht, ein andermal. Schleichen wir doch einfach mal weiter hier hoch. Dun, 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 dun. Oh, hallo. Revelio. Geh weg von meiner Handbuchseite, du Schlawiner. Hab echt ein bisschen Schiss hier gerade, ne? Macht der da? Dreht er sich jetzt um? Man weiß es nicht. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Machen wir doch das mal hier auf. Hier ganz kurz. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Wo ist es denn da? Da war es schon. Schnell, geh auf. Geh auf, Schloss. Sesam, öffne dich. Revelio. Überall für Ärger sorgen. Vielleicht wären Renrock und seine Bande die. Hallo, Homura.
Mach mal auf hier. Mach mal auf den Kram. Wir sind hier einfach Einbrecher. Wir knacken hier alles. Revelio. Nehmen wir eine Handbuchseite. Badezimmer der Vertrauensschüler. Das Bad der Vertrauensschüler verfügt über eine Wanne in der Größe eines Swimmingpools, die mit verzauberter Seife und bunten Seifenblasen gefüllt werden kann, sowie über ein wunderschönes Wandgemälde, das eine Meerjungfrau zeigt. Ja, das ist schon wirklich sehr schön. Die hauen jetzt... Oh Gott, was passiert jetzt hier? Hilfe? Revelio. Na toll. Haben wir zu lange gewartet? Das gibt's doch gar nicht. Haben wir es einfach zu lange gewartet? Revelio. Moment, da können wir ja aber nochmal... Nee, komm, da laden wir hier einfach nochmal ganz schnell. Spiel laden. Nicht das automatische Speichern, das manuelle Speichern hier. Da. Ah ne, hier sind wir am Badezimmer schon. Können wir mal von da laden. Hä? Was soll das denn? Können wir da jetzt nicht mehr laden, ganz normal? Moment, stopp. Ich hab doch das eine Mal da extra gespeichert. Was ist das denn jetzt? Hä? Manuelles Speichern. Dann machen wir das. Revelio. Das gibt's doch gar nicht. Weil wir jetzt die Mission gefailt haben, wir kommen da nicht einfach irgendwie wieder hin. Oh, meine Güte, das ist ja... Oh, das ist aber schon ein bisschen nervig, oder? Ja. Oh, da muss ich aber sagen, das ist aber sehr nervig. Revelio. Das ist aber sehr, 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 sehr nervig. Oh ne, das ist aber gut. Da sind sie weg. Sehr schön. Na dann machen wir doch hier einfach weiter. Das ist doch gar kein Problem. Mit Juwelen bedeckter Schildkrötenpanzer. Viele halten dies für die Schale einer Feuerkrabbe, die auf den Fidschi-Inseln heimisch ist. Fachleute schwören jedoch, dass es sich um einen mit Juwelen verzierten Schildkrötenpanzer handelt, der von einem verrückten Zauberer bei Versailles kreiert wurde. Als sein Schloss von Nifflern überrannt wurde, wurde der schillernde Panzer entwendet und erst Jahre später von einem Hogwarts-Professor bei einem Urlaub in den Ardennen entdeckt. Schloss Stufe 3. Okay, da kommen wir nicht hin. Gut, aber wir haben jetzt auf jeden Fall das schon mal wieder gefunden. Das ist doch ganz nice. Anscheinend sind die Professoren abgehauen. So. Genau, hier machen wir nochmal die Jutsu. Ups. Revelio. Jetzt ist der wieder... was ist das? Was ist hier los? Ja, jetzt hau wieder ab. Geh doch weg jetzt, Mensch. Oder du kriegst einen Kaukohl gegens Gesicht. Gott. Gott. Das war knapp, ey. Gut, und hier müssen wir uns jetzt einfach beeilen. Da war's. So. Jetzt müssen wir uns einfach ein wenig beeilen.
Revelio. Wir würden einen Aufstand vorbereiten. Alohomora. Ja, komm. Komm schon. Ja, auf, schnell. Ich glaube, das ist nicht der Zweck des Fachs. Stimmt. Warum lässt du die Kobolde nicht auf? Du mit einer Vertrauensschülerin? Revelio. Ich bin auch Vertrauensschülerin. So, das haben wir ja schon gesammelt. Jetzt hier schnell wieder raus. Oh, da ist noch der Schlüssel. Oh. Na komm, flieg, mein kleiner, flieg. Genau, dann nehmen wir dich hier. So, jetzt brauchen wir wieder Reflexe. Komm. Jawohl, darauf habe ich gewartet. Sehr schön. Das läuft noch immer besser, ne? Okay, den da hinten haben wir abgelenkt. Dann geht's hier weiter. Okay, let's go. Na toll, ey. Das kann nicht wahr sein, ey. Dreh dich um jetzt, Mensch. Revelio. Oh Gott. Die unterhalten sich jetzt, ne? Aber die Schüler sind schrecklich enttäuscht, weil Quidditch abgesagt wurde. Ich wollte in dieser Saison ein paar Galionen auf Hufflepuff setzen. Ich kann eine vielversprechende Wette erkennen. Was war das? Was war was? Ich dachte, ich hätte was gehört. Revelio. Oder nicht? Jedenfalls hatte ich große Hoffnung auf Hufflepuff. Ich wollte endlich die Quidditch-Regeln lernen. Ein majestätischer Sport. Er umfasst das ganze Menschsein. So, schnell hier durch. Oh Gott, ich bin gerade so still, ich weiß. Das Zusammenspiel. Tut mir echt leid. Tut mir echt leid, dass ich da gerade so still bin. Sollte ich wohl genauer verfolgen, wenn es je ein nächstes gibt. So, was haben wir denn hier? Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei, Krankenflügel, anwesende Heilerin, Schwester Noreen Bailey, Patientenname auf Anweisung von Professor Black geschwärzt, Alter auf Anweisung von Professor Black geschwärzt. Notizen: Der Patient wurde während eines Quidditch-Spiels verletzt, auch wenn meiner Ansicht nach auf Anweisung von Professor Black geschwärzt wohl kaum als Verletzung gelten kann. Wenn jemand verletzt wurde, dann muss ich es gewesen sein, denn ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben meine Augen so stark verdreht zu haben. Es grenzt an ein Wunder, dass ich noch genug sehe, um diese Notizen niederzuschreiben. Es ist unglaublich, oder sollte ich sagen unerhört? Aber der Schulleiter will jetzt tatsächlich Quidditch untersagen, und zwar nur, weil ein reinblütiger losflog.
losgeflogen ist. Und auf... Und... bevor der Schnatz auch nur in Sicht war. Als ich den Schulleiter darauf ansprach, wurde ich angewiesen... unfassbar. Revelio. Ach, du große Neune. Bitte geh hier weg. Bitte geh hier weg, ich geh einfach. Tschüss. Oh, doch, hier ist noch was. Hier ist noch eine Handbuchseite. Die nehmen wir natürlich noch mit. Einhornspringbrunnen. Der majestätische Einhornspringbrunnen verleiht dem kranken Flügel von Hogwarts eine Atmosphäre der Gelassenheit und Ruhe. Also, gelassen und ruhig war ich hier nicht. Das war für mich ziemlich aufregend, ehrlich gesagt. So. So, tschüss. Wir gehen einfach wieder, ne? Haben nichts geklaut. Haben wir nicht. Wir gehen einfach. Hier ist alles tutti. Alles so, wie es vorher auch war. Gar kein Thema. So, schnell weg. Ach, du große Neune. Will der denn jetzt hier? Schnell weg. So, einfach raus hier. Revelio. So, und schnell zu Gladwin Moon. So, Herr Moon. Haben Sie uns aber ganz schön in Gefahr gebracht, Freundchen. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Okay, wenn ich Zeit habe, aber ich kann nichts versprechen. Wenn ich Zeit habe. Mal sehen, was ich tun kann, aber ich bin ziemlich beschäftigt. Ich kann nichts versprechen. Verstehe, aber ich hoffe, Sie werden die Zeit dazu finden. Falls das etwas ändert, hätte ich Ihnen im Gegenzug etwas anzubieten. Ich höre. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Wie viele Statuen gibt es denn? Wie viele Statuen gibt es denn? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Und was bekomme ich, wenn ich weiterhelfe? Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald Sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich Ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Na gut, dann schauen wir uns doch mal weiter um. Gut. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. Na, wir versuchen's, ne? Der mondbesessene Hausmeister. Neuer Auftrag verfügbar. Mal gucken, kriegen wir auch eine Eule oder so? Da ist auf jeden Fall eine Katze. Okay, nein. Also, dann gucken wir doch mal. Wir haben ja einiges. Ach ja, Ausrüstung haben wir auch bekommen, ne? Da war ja was. Wir haben bekommen einen... Alles, was schlechter ist. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Ja, haben alles, was schlechter ist, irgendwie nur gekriegt, oder was? Na gut, dann was haben wir denn im Inventar Neues? Achso, die ganzen Briefe hier und Aufzeichnung der Quidditch-Verletzung. Und Sammlungen. Hier sollten wir wahrscheinlich nur die Sachen, die wir da beim Schleichen rausgefunden haben, richtig? Hogsmeade, Hogwarts... Da den Panzer und die... Und die Meerjungfrau. Ah, hier, und das Einhorn. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Mhm. Ich habe Dean gebeten, Ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um Ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Ah. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Also wir sind ja auch die neue Poststelle, oder? Also, das ist ja Wahnsinn, was wir hier an Aufträgen kriegen. Triff Deke. Im Schatten des Anwesens. Ich versprach Sebastian, dass ich mich in Feldcroft mit ihm treffen würde. Mhm, genau. Okay. Der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl. Dick will mir zeigen, wie ich mit dem Schnappsack magische Tierwesen retten kann. Mhm. Genau, die Schlüssel. Ein Freund der Taten. Sirona, die Besitzerin der drei Besen in Hogsmeade, hat mir eine Eule geschickt und mich gebeten, mich so bald wie möglich mit ihr zu treffen. Ich sollte herausfinden, was sie möchte. Der Mann hinter den Monden. Mit Gladwin Moon die Demigeist-Monde zurück. Gibt sie zurück. Okay, und die Geschichte von Roland Oaks. Adelaide Oaks scheint sich um jemanden Sorgen zu machen. Ich sollte mit ihr sprechen. Gut, dann würde ich doch einfach sagen, markieren wir das doch auch einfach gleich direkt. Wir werden auf jeden Fall mit Adelaide Oaks sprechen. Aber als letztes tatsächlich, bevor wir die Folge abschließen, werden wir... Ist das hier schon eine Schnellreise, die wir haben? Ja. Wir werden noch eine Sache machen. Und zwar werden wir nochmal einmal in den Raum der Wünsche luschern. Und da alles abernten. Was wir so haben. Huch, Schnellreise natürlich. Dick? Ah, Dick ist so froh, Sie zu sehen. Dick ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Dick hat sowas schon mal gesehen. Dick nennt es einen Schnappsack. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ha, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat. Dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, sind die Tierwesen vielleicht bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Dick auch. Sehen Sie? Der Raum wusste genau, was sie brauchen. Und zum Glück kann ihnen Dick zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Kommen Sie mit. Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Dick, wenn Sie bereit sind. Okay, ja. Da habe ich jetzt natürlich absolut nicht aufgepasst, dass wir hier natürlich direkt die Quest anfangen. Ich dachte, dass man erst so mit Dick redet. Eigentlich wollte ich ja hier nur die Sachen ernten. Aber gut. So, den Mondstein nehmen wir hier natürlich noch mit. Schmeißen wir alles wieder an. So, dann würde ich nämlich auch sagen, einfach dann schnacken wir doch einfach in der nächsten Folge direkt mit Dick oder was. Das werden wir einfach. Wir werden einfach in der nächsten Folge direkt hier mit Deek weitermachen. Und danach werden wir die Nebenquest erfüllen. Ja, sorry, dass das jetzt ein bisschen länger gedauert hat und ich etwas überzogen habe. Ich bin halt nämlich total blöd. Ich meine, warum soll ich mir auch denken, dass wenn man in den Raum der Wünsche geht, um eine Quest anzunehmen, dass dann die Quest doch anfängt, wenn ich in den Raum der Wünsche gehe? Naja, gut. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Gin Tonics. Ciao.